Bevor ihr jetzt richtig anfangt, euch zu unterhalten, ich merke schon, jetzt geht's richtig los, beginne ich, sonst kriege ich euch nicht mehr aus den Gesprächen raus, weil das ja auch etwas sehr Wichtiges ist, dass wir uns austauschen, kennenlernen, vertiefen die Beziehungen. Also sehr schön, dass ihr da seid. Ich freue mich, mit euch dieses Thema heute anzuschauen und vertiefen. Gott kehrt nach Zion zurück. Also es geht um Zion. Was bedeutet das in der Bibel? Was bedeutet das für uns persönlich? Ihr werdet sehen, das ist ein sehr, sehr, sehr schönes Thema, sehr tiefes Thema in der Bibel, was mit vielen, was wir kennen, verbunden wird. Aber manchmal oder meistens hören wir da nicht sehr viel drüber. Irgendwie ist das nicht so eine adventistische Tradition, dass wir über Zion gerade viel reden. Es gibt manche Evangelikalen, die reden über Zion, aber das Irdische, Jerusalem und Zion, Zionisten. Wir hatten mal ein Liederbuch, das hieß Zionslieder. Lange Zeit. Zumindest haben wir viele Zionslieder gesungen. Genau, das war schon etwas Besonderes. Ja, und ich bedauere es, weil das wäre heute, glaube ich, sehr aktuell, wenn wir auch diesen Begriff hätten, weil ihr werdet sehen, was für ein wichtiges Thema das ist. Ich habe euch mal etwas erleichtert, dass ihr mal alle Texte hier in einer Konkordanz habt. Über Zion, vielleicht könnt ihr hier rumgehen lassen und hier, das kriegt ihr, ich hoffe es reicht, sonst werden wir noch nachkopieren, einfach durchgehen lassen. Ist ein bisschen klein, aber mit Brille und so kann man das bestimmt sehen, dass mit Lupe vielleicht, ich könnte auch so mit Handybilds machen und vergrößern, aber zumindest sind hier alle Texte drauf, also fast 160 Texte. Im Alten Testament, genau, da könnt ihr immer mal nachschlagen und sehen, die Texte, vielleicht habt ihr jetzt nicht eure Konkordanz hier, also es kommt wirklich sehr oft vor, gerade im Alten Testament und im Neuen wird da zugegriffen. Und ihr werdet jetzt sehen, wir lesen jetzt mal zu Beginn, um warm zu werden, überhaupt 3-4 Texte und dann werden wir erstmal heute überhaupt die Methode uns anschauen, wie man das Alte Testament interpretieren kann. Ja, das machen wir heute. Aber erstmal so eine Kostprobe über Zion, was die Bibel sagt. Dankeschön. Lass uns mal den berühmtesten Text für uns lesen, Adventisten, Hebräer Kapitel 12. Hebräer Kapitel 12 und ich werde ihn vorlesen oder dürft ihr auch vorlesen? Hört man das nachher in der Aufnahme? Hört man nicht so. Ja, dann werde ausnahmsweise ich vorlesen, sonst ist es natürlich gut, wenn ihr auch lest. Hebräer 12, wir können lesen Vers 22 und ihr wisst, das Kapitel 12 kommt nach dem Kapitel 11 logischerweise, das über den Glauben spricht, dass das Volk Gottes aus Glauben lebt. Ja? Und jetzt steht in Vers 12, Kapitel 12, Vers 22 folgendes, sondern... Also vorher wird gesagt, wir sind nicht zu dem Berg gekommen, wo die Israeliten waren, ja, wo der Donner war, wo sie die 10 Gebote bekommen haben, sondern wo ist die neutestamentliche Gemeinde hingekommen? Ihr seid gekommen zum Berg Zion. Also er greift jetzt das auf, was im Alten Testament vorbereitet wird. Zur Stadt des lebendigen Gottes, dem himmlischen Jerusalem und zu Milliarden von Engeln, einer Festversammlung, und zur Gemeinde der Erstgeborenen, die in den Himmeln angeschrieben sind, und zu Gott, dem Richter aller, und zu den Geistern der vollendeten Gerechten, und zu Jesus, dem Mittler eines neuen Bundes. Merkt ihr, liebe Geschwister, der Hebräer bringt jetzt dieses Konzept, was wir uns jetzt alttestamentlich anschauen werden, und sagt, ihr seid gekommen zum Berg Zion, wird zuerst gesagt. Was für eine Bedeutung hat das? So, mit Jerusalem können wir noch was anfangen. Aber welche Bedeutung möchte uns Gott, die Schreiber Gottes oder Gott selbst uns hier geben, wenn er uns motiviert? Ihr seid nicht dort, sondern ihr seid dort beim himmlischen Zion, himmlischen Jerusalem. Was bedeutet das? Um das in der Tiefe, die ganze Struktur und auch emotionalen Gehalte zu verstehen, müssen wir uns natürlich mit dem Alten Testament beschäftigen. Und jetzt noch mal so ein paar Kostproben, bevor wir dann systematisch das untersuchen werden. Lesen wir mal ein paar Psalme. Ihr seht in eurer Konkordanz, bei Psalmen ist ganz viele Texte und bei Jesaja zum Beispiel die meisten, ne? Wenn ihr so reinschaut.
Lass uns jetzt einige Psalmen nur, dass ihr spürt, auch emotional spürt, wie uns Gott für dieses Zion vorbereiten möchte, wie er uns Freude ins Herz geben möchte, bevor wir nachher systematisch im Alten Testament uns das anschauen. Lesen wir mal zum Beispiel Psalm 8, Vers 1 bis 3. Psalm 8, Vers 1 bis 3 und Vers 7. Psalm 8, Vers 3. Da habe ich was verwechselt. Wo ist der Text? Ja, der ist gar nicht drin. Da habe ich jetzt verwechselt. Das ist ein falscher Psalm, was ich mir aufgeschrieben habe. Psalm 14, Entschuldigung, Psalm 14, Vers 7. Schaut mal hier, was David hier uns sagt. Schaut mal, das ist jetzt aus einer Situation der Not heraus, ja, dieser Psalm. Psalm 14, Vers 7. Käme doch aus Zion die Rettung für Israel. Wenn der Herr die Gefangenschaft seines Volkes wendet, wird Jakob jubeln und Israel sich freuen. Was wird uns hier gesagt? Spürt ihr das? Käme doch aus Zion die Rettung. Und solche Texte gibt es jetzt viele im Alten Testament, die sagen, der Herr wird einmal verändern, wird umdrehen die Sache, ja? Wird umkehren, er wird wenden, auf einmal von Trauer, von Not zur Freude. Und woher kommt es? Zion wird genannt. Merkt ihr, Zion hat was mit Freude zu tun. Gehen wir weiter. Ein sehr berühmter Psalm 48, da kommt sogar öfters vor. In 48 steht Folgendes. Lesen wir nur Vers 12 und 13. Ja? Vers 12 und 13. Es freue sich der Berg Zion. Es sollen jauchzen die Töchter Juda wegen deiner Gerichte. Und dann zieht rum, umzieht und umkreist, denn zählt seine Türme, was immer das jetzt bedeutet, lassen wir nochmal weg. Aber seht ihr, es freue sich der Berg Zion, also es geht um einen Berg und der soll sich freuen. Interessant, ne? Dass wir sowas in der Bibel stehen haben. Aber genau das möchte ich uns nahe bringen mit diesem Studium, dass ihr seht, welche Freude Gott in Zion reingelegt hat. Lesen wir noch zum Vorgeschmack ein Psalm, Psalm 50. Noch mal eine Seite weitergeht und da seht ihr, wie sehr mit Freude das verbunden ist. Psalm 50, Vers 2. Aus Zion, der Schönheit Vollendung, ist Gott hervorgestrahlt. Merkt ihr, dass wir nicht so richtig wissen, was hat das jetzt mit Schönheit zu tun, oder? So Zion, der Schönheit Vollendung. Was bedeutet das? Also es wird jubeln, die Gefangenschaft oder die Not wird sich in Jubel ändern, der Berg selbst freut sich. Und jetzt sehen wir hier Zion, der Schönheit, Vollendung wird Gott hervortreten. So, als ein kleiner Vorgeschmack, wir können noch viel lesen, wir werden auch dann in der Woche noch mehrere Texte lesen, aber seht ihr, und jetzt kommt das Neue Testament und sagt, ihr seid dahin gekommen. Also es ist mit viel Freude und Wendung der Not verbunden. Und das wollen wir sehen. Und das hat dieser Begriff in sich. Und wir werden ihn heute beginnen zu studieren, dass wir das verstehen, was für eine Tiefe uns die Bibel gibt, was für eine Freude, was ist da genau gemeint in diesen vielen Zionsliedern. Psalme sind ja Lieder, ja? Das sind tatsächlich Zionslieder. Schaut mal, wie oft das im Psalm vorkommt, ja? Könnt ihr ja hier sehen. Sehr, sehr oft kommt der Begriff vor. Aber nicht nur die Lieder, auch in Jesaja, in Zacharia, in anderen Texten, sogar in den Klageliedern kommt Zion vor. Und das werden wir uns jetzt anschauen. Und wir werden das so jetzt beginnen, dass wir so wie Puzzle bauen werden. Und es wird immer mehr dazukommen. Ja, da beginnen wir heute. Aber bevor wir so richtig loslegen mit Zion, werden wir heute erstmal ein Prinzip uns in der ersten Stunde auf jeden Fall anschauen. Und zwar, wie gehen wir überhaupt um
im Neuen Testament mit dem Alten Testament. Da brauchen wir ein paar Regeln. Da müssen wir sensibilisiert werden. Und die Bibel gibt uns da ganz, ganz klare Hinweise, auch Jesus und Paulus und die anderen Schreiber des Neuen Testamentes. Wie gehen wir um mit dem Alten Testament? Das ist hier maßgeblich wichtig, um überhaupt, sonst kommen wir nachher durcheinander und wir werden nicht verstehen, warum wir auf solche Schlüsse kommen im Neuen Testament. Wie ich gesagt habe, im Neuen Testament kommt es nur 7-mal vor. Einen haben wir gelesen. Aber haben die alttestamentlichen Texte damit was zu tun? Ja. Bezieht es sich aufs Israel oder auf das Himmlische? Ja? Das ist natürlich die große Frage. Die müssen wir klären, sonst werden wir keine Freude haben. Und da möchte ich euch jetzt schon eine Aufgabe geben. Ihr seid noch so fit heute Morgen. Genau. Jetzt werde ich euch in ein Gruppenstudium, jetzt können wir den Beamer anmachen, und da kriegt ihr die erste Aufgabe, zum Glück ist es nicht verloren gegangen, gerade bei meinem Computercrash, aber es ist da. Und das werdet ihr jetzt alle euch in Gruppen 5, 6 Leute einteilen. Einer wird ein bisschen wahrnehmen, also aufnotieren, und dann werdet ihr uns das berichten. Ihr kriegt dafür auch 20 Minuten Zeit. Oder ich werde so ein bisschen rumgehen und sehen und dann klingel ich oder mach klar, jetzt hört es gleich auf. Das heißt, die Aufgabe wird sein, zunächst mal, wie gehen wir mit diesen alttestamentlichen Texten um? Lest erstmal als Gruppe folgenden Textabschnitt zusammen, 2. Korinther 3, 4 bis 18. Den lest ihr zusammen als Gruppe und dann versucht ihr folgende Frage zu beantworten. Welche wichtige Lehre oder Methode im Umgang mit dem Alten Testament möchte Paulus der Gemeinde in Korinth und auch uns, ist ja für uns geschrieben, beibringen? Ohne diese Methode können wir kaum weitergehen, ja? Seid ihr einverstanden, zusammen jetzt die Bibel zu studieren? IKEA-Prinzip, haben wir gestern gesagt, ja? Zusammen lesen und ihr werdet es nachher formulieren. Also so 5, 6, nicht größer. Pro Gruppe, lest es zusammen und versucht es zusammen zu beantworten. Und wir treffen uns dann kurz vor 20:30. Ich werde hier Glocken machen, klingeln. Ihr könnt euch auch gern draußen an eine Bank setzen und unter der schönen Sonnenstrahlen und Luft das machen. Aber spätestens 2, 3 vor 20:30 müssen wir hier sein. Mit der richtigen Antwort hoffentlich. Ja. So, also manche können sich hier, die Aufnahme können wir unterbrechen, das brauchen wir nicht filmen. Genau. Viel Freude mit dem Wort Gottes. Wir haben ja gar nicht gebetet, ne? Oder habt ihr schon vorher gebetet? Dann beten wir jetzt vor der Arbeit zusammen, dass euch Gott segnet und euch viel Freude und Erkenntnis gibt. Unser lieber Vater im Himmel, wir danken dir, dass wir jetzt zusammen dieses zweite wichtige Thema untersuchen können über Zion, Herr. Wie du zurückkommst und was für Freude du uns gibst. Und ich bitte dich, segne auch dieses Seminar, dass die Geschwister und die Gäste, dass alle wachsen können zu dieser Freude, die du uns schenken möchtest. Gib uns jetzt auch im Bibelstudium ja, viel Erfolg. Leite uns durch deinen Heiligen Geist, dass wir sehen, was du uns sagen möchtest und dass wir das dann versuchen, auch umzusetzen mit dem Thema Zion. Genau das, was du sagst. Ich bitte dich um viel Freude und deinen Heiligen Geist, der uns führt. Amen. So, liebe Geschwister, liebe Freunde, ich freue mich, dass ihr so intensiv gelesen habt und ich habe gemerkt, das war nicht einfach, überall diesen Text zu interpretieren. Deswegen versuchen wir das jetzt zusammen zu lösen, genau auf die Frage. Aber ich wollte euch nicht zu einfachen Text geben, sonst sagt ihr, klar, wir wissen schon alles. Nachher gebe ich euch einfachere Texte zu diesem Thema. Aber das wollte ich gar nicht, weil wir sollen, da fehlen ja noch viele. Genau. Wir machen jetzt weiter zusammen. Keine Sorge, wenn ihr es nicht zu Ende gebracht habt. Wir versuchen es jetzt zusammen zu klären und besser zu verstehen. Das Besondere war in der Apostelgemeinde, in der Urgemeinde, dass sie zusammen waren, gegessen haben, Abendmahl gefeiert. Und was haben sie noch getan? Im Gebet und im Wort. Ja, im Wort.
auch zusammen, nicht nur alleine, zusammen als Gruppe und jetzt bringen wir alles zusammen. Und so wie ich hatte den Eindruck, war nicht ganz leicht, ne? Genau. Jetzt versuchen wir es zusammenzutragen. Ich fasse mal zusammen. Wir haben ein Bild zunächst bekommen. Nummer eins, ihr habt gelesen und wir werden hier üben, auch zu lesen gründlich, ja? Weil ich merke manchmal, oh, ihr lest schnell durch und dann wird schon interpretiert und interpretiert. Und was bedeutet das? Aber manchmal müssen wir einfach lesen. Das Erste, was gesagt wird, ist das Ereignis mit Israel. Was war das Ereignis, auf das Paulus zurückgreift? Da war Mose, ich versuche ihn jetzt einfach so schematisch, der ist von dem Berg gekommen, hat sich mit Gott getroffen und sein Gesicht, ich versuche es mal so zu machen, hat gestrahlt. Ja, also es gibt manchmal sogar Filme, moderne wie Twilight oder so, die zeigen so, jemand strahlt. Aber das war wirklich so in der Bibel. Mose hat gestrahlt und jetzt haben sie ihm eine Decke. Ich weiß nicht, wie ich das aufzeichnen soll, wie weit die Decke war. Irgendwas muss der sehen, ja. Aber sie haben eine Decke über sein Angesicht getan, damit ist ein bisschen schwer zu klären, ja, weil der Text sagt, damit sie, Vers 13, und tu nicht wie Mose, der eine Decke über sein Angesicht legte, damit die Söhne Israels nicht auf das Ende des Vergehenen blicken sollten. Was das genau bedeutet, weiß ich nicht. Ja? Und dann hätten sie das gesehen, dass dieser Tempeldienst ja endet. Und das hätten sie einmal zuerst nicht erblicken sollen. Aber dann hat sich das ja zugedeckt, auch bis dorthin, bis Jesus gekommen ist. Also ist das Vergehende eigentlich? Könnte sein, aber ich weiß es nicht genau, weil wir keinen Text mehr dazu haben und sagen, das bedeutet das Vergehende hier bei Mose. Aber Paulus geht es auch gar nicht darum, was das jetzt bedeutet, sondern er sagt, er spricht über die Decke. Versteht ihr? Ich mache sie mal jetzt so. Ja? Diese Decke, die ihm hier über sein Gesicht gegeben wird, er spricht über die Decke. Also eine Decke, irgendein Stoff oder was, ja, dass man nicht so die Strahlung sieht, die wurde auf ihnen draufgelegt. Ja. Und jetzt schaut mal, wie geht es weiter? Was sollen wir jetzt daraus lernen? Ja? Oder wie die Frage war, welche wichtige Lehre, Methode im Umgang mit dem Alten Testament, möchte uns Paulus sagen. Warum Alten Testament? Schaut mal, da steht in Vers 15, aber bis heute so oft Mose gelesen wird, liegt eine Decke auf ihrem Herzen. Jetzt übernimmt er das. Ja, was bedeutet das? Bitte, da war eine Meldung. Ja, danke. Wir müssen das Mikrofon immer nehmen. Genau. Meiner Meinung nach muss man ja zur Zeit Paulus sehen. Der musste sich ja ständig vor seinen eigenen Landsleuten rechtfertigen für sein Apostelamt. Wir tun uns natürlich heute leichter. Wir sehen 2000 Jahre zurück, aber die Urgemeinde, die bestand ja wahrscheinlich mindestens zu 50% aus bekehrten Juden. Ja? Und seine Kritiker, wenn wir im 2. Korinther weiterlesen, was hat dieser Paulus für sein Apostelamt, für seinen Auftrag alles durchgemacht, der musste sich ja ständig gegenüber seinen Landsleuten verteidigen. Und das ist ja auch meiner Meinung nach, ich stelle mir das ständig vor, das zentrale Element des jüdischen Lebens, der Tempeldienst, wurde praktisch mit dem Tod Jesus obsolet. Der Vorhang ist zerrissen. Ja? Und ich denke mir,
wie wäre das heute in der Adventgemeinde, wenn so ein großer Schnitt wäre? Da würde sich, wenn du jetzt aufstehst und sagst, ich habe eine neue Erkenntnis, ich möchte nicht wissen, obwohl du sicher sehr anerkannt bist, aber wie viele Kritiker würdest du da plötzlich auf den Plan rufen? Und wenn du dann jetzt einen Gujan-Brief schreibst, sage ich mal, da würdest du wahrscheinlich auch über deine persönliche Situation so schreiben, weil es einfach belastend ist. Ja? Mhm. Ja, Paulus ist ja auch ein Mensch, der war nicht übernatürlich. Und diese ganzen persönlichen Frustrationen, ja, die musst du ja auch aufarbeiten und auch mitteilen für die Zukunft, für uns Menschen. Und wie gehen wir mit dieser neuen Situation um? Interessant, du hast gesagt, Paulus war in Korinth und das war was Neues, das war eine neue Lehre sozusagen für viele. Ja? Das war für viele neu und es war fragwürdig. Ja? Was ist das jetzt mit dem Neuen Testament? Das ist der große Zusammenhang, aber so weit musstet ihr gar nicht lesen. Aber natürlich gehört das mit dazu. Ja? Genau, Mikro, genau. Es geht für mich darum, Gott erkennen zu können. Wir haben, also damals hätten sie die Möglichkeit gehabt, sie haben ja alle Gesetze bekommen von Gott und sie haben es auch befolgt, aber sie haben nicht erkannt, warum Gott ihnen die Gesetze gegeben hat. Und wir haben als neue christliche Gemeinde durch Jesus die Möglichkeit bekommen, Gott wirklich kennenzulernen, seinen Charakter zu erkennen. Aha. Das heißt, es geht hier, meinst du, auch um Gott kennenzulernen. Aber was sagt der Text? Wir Adventisten sind oft so, dass wir so viel wissen, dass wir schon gleich weitergehen. Was sagt der Text? Um was geht es hier konkret? Um was geht es hier? Also für mich ist der Vers 14 interessant. Doch die Gedanken der Menschen wurden verfinstert und bis auf den heutigen Tag liegt ein Schleier über ihren Denken. Wenn das Gesetz des Alten Bundes vorgelesen wird, erkennen sie die Wahrheit nicht. Dieser Schleier kann nur durch den Glauben an Jesus Christus aufgehoben werden. Ich mache es mal so symbolisch. Kann noch jemand aus der Elberfelder lesen? Weil jetzt geht es um die Anwendung und das gilt bis heute, nicht nur für Korinth. Kann noch mal jemand Vers 14 aus der Elberfelder lesen? Ja. Aber ihr Sinn ist verstockt worden, denn bis auf den heutigen Tag bleibt dieselbe Decke auf der Verlesung des Alten Testaments und wird nicht aufgedeckt, weil sie nur in Christus beseitigt wird. Merkt ihr, was das Problem heute ist? Es geht uns nicht um jetzt genau zu verstehen hier, warum haben sie das verdeckt. Er nimmt nur ein Bild von der Decke, ja, dass Moses Herrlichkeit aus irgendwelchen Gründen verdeckt würde. Aber das Problem ist, und das ist sicher, das sagt der Text, dass bis heute, wenn ich jetzt Altes und Neues Testament symbolisch hier so beschreibe, bis heute, ich mache jetzt mal braun, ja, liegt hier eine Decke. Sie haben den Buchstaben, steht vorher. Sie haben den Buchstaben, Sie lesen ja. Sie lesen ja den Text. Aber er ist immer, was ist verdeckt? Die Herrlichkeit ist verdeckt. Das heißt, sie lesen und haben keine Herrlichkeit. Dürfen durch die ganzen Prophezeiungen, hätten sie den Messias erkennen können, aber haben es nicht gehabt. Und das ist das Problem. Ja? Das ist das Problem. Und dann fand ich den einen Text auch noch ganz wichtig. Da steht, denn der Buchstabe tötet, aber der Geist macht lebendig. Und bei den Pharisäern und Schriftgelehrten war es ja so, dass Jesus ja mal sagte, ihr Schlangenbrut und Otterngezücht, ihr verzehntet das und macht das. Sie haben es also nach dem Buchstaben alles gemacht, aber hatten nicht den Geist Gottes in sich und haben nicht diese Liebe ausgelebt. Und Ja, sehr gut, schau ins Wort. Wir müssen die Texte genau schauen. Genau, ja, da steht nämlich, der Geist Gottes macht lebendig
Und wo der Geist des Herrn ist, da ist Freiheit. Und das hatten sie nicht gehabt. Aha. Merkt ihr, das sind jetzt verschiedene Sachen. Da ist der Geist, da ist auch Freiheit. Und das steht im Widerspruch zum Buchstaben. Nur wenn es nur Buchstabe ist, ja. Und er sagt jetzt, dass das Volk Israel nur dem Buchstaben, es war verdeckt, die Herrlichkeit war verdeckt, auch der Geist funktioniert nicht. Das heißt, man kann so oder so das Alte Testament lesen, liebe Geschwister, und unser Thema ist Zion, was fast 160 Mal im Alten Testament vorkommt, und im Neuen wird dann nur gesagt, ihr seid gekommen, aber es wird nicht mehr genau erklärt, außer Hebräer 12. Seht ihr, das heißt, wir müssen jetzt sehen, ist es wirklich nur irgendein Berg in Israel oder um was geht es? Wie wird das Problem gelöst? Was sagt er? Wie wird es gelöst? Wie wird die Decke weggenommen vom Alten Testament? Auch für uns heute. Ja. Ja, durch Geist und, was steht? Wie wird es beseitigt? Durch Christus. Jetzt stelle ich euch mal eine kritische Frage. Kann ich das Alte Testament, egal welches Thema, in der Tiefe verstehen ohne Christus? Nach Paulus? Nein. Die Herrlichkeit im Alten Testament werde ich nicht sehen. So, wenn ich das ernst nehme, was wir jetzt hier erarbeitet haben, dann kann ich lesen das Alte Testament, ich kann es auswendig rezitieren und ich verstehe es nicht ohne Christus. Das ist, was uns Paulus sagt. Die Herrlichkeit ist nicht da, es ist nur der Buchstabe. Ja, du warst vorher schon. Ja, hier, Mikrofon, genau. Wir helfen uns. Es heißt ja auch bis zum heutigen Tag, ich möchte ein Beispiel bringen. Ja. Ich war in der jüdischen VHS in Wien und unser Oberrabbiner hat dort den Vortrag gehalten, sehr gut. Und nachher gab es immer Diskussion. Und wir durften fragen als Christen. Und da habe ich ihn gefragt, wie er als gläubiger Jude heute Yom Kippur feiert. Ohne Tempel, ohne Priester und ohne Opfer. Schaut er mich an, sagt er, ja, hat uns Gott den Tempel genommen, den Priester und das Opfer? Dann machen wir halt eine gute Tat. Und mir entfährt es plötzlich und sage ich laut, das ist aber ein Kainsopfer. Na, mehr habe ich nicht gebraucht, ja. Ja. Ganz genau. Die Decke ist noch da. Ohne Christus, sagt jetzt Paulus im Neuen Testament. Ja? Kann man dann auch den Umkehrschluss machen und sagen, man kennt auch die Herrlichkeit Christus nicht, wenn man das Alte Testament nicht versteht? Spannende Frage. Lass mal sie mal stehen. Aber wir werden sie, glaube ich, diese Woche in diesem Thema auch klären. Ja, natürlich. Wir werden noch einen Text, wir werden jetzt noch zwei Texte zusammenlesen, die leichter sind, aber ich wollte euch diesen schweren Text, den wir manchmal überfliegen, oder ja, er hat so eine wichtige Aussage für unser Thema, ja? Ich kann auch sagen, wenn wir das Alte Testament sehen, da ist ja der Levitikus, die ganzen Opfergesetze drin und diese Zeremonien, diese Buchstaben forderten Opfer, forderten Blut. Insofern, diese Regularien waren immer Pöten, töten, egal was, ein Schaf. Und der Geist der Menschen fehlte einfach zu verstehen, dass das Opferlamm auf Christus hinwies. Hätten sie nicht gesündigt, hätten sie den Geist gehabt, dann hätte kein Opfer da sein müssen. Also diese Idee, diese Sicht war nicht da, sondern es war nur ein Ritual. Ja, ja. Wir sind als Adventisten, bleib mal mit dem Mikrofon, ich muss dir noch was fragen. Wir sind als Adventisten mit dem Opfer und Heiligtum kennen wir uns sehr gut aus. Da verstehen wir, da sind wir sehr geübt. Aber sind wir in anderen Fragen geübt, ist die Frage. Aber du hast vorher einen wunderbaren Begriff gesagt in der Gruppe. Kannst du den nochmal wiederholen? Es ging darum, oder mit einem Satz gesagt, die Israeliten hätten ihre Tora, das Alte Testament, entdecken müssen. Entdecken, also so wie Christoph Kolumbus
Amerika entdeckt hatte, so hätten sie die Tora entdecken müssen und nicht immer sagen, das ist unser Buch und Schluss. Ne? Ist das nicht ein spannender Begriff? Wir haben im Deutsch diesen Begriff entdecken. Das trifft ja hier genau zu. Vielleicht haben viele Menschen, die das, die Bibel lesen, noch überhaupt nicht entdeckt, das Alte Testament. Natürlich hat das Alte Testament viele Geschichten, die auch wichtig sind, ja. Aber was ist denn die Herrlichkeit des Alten Testaments? Steht ihr, um das geht's, ja? Wir haben als Ergebnis in unserer Gruppe auch gehabt, die Juden zur Zeit des Paulus waren eben nicht offen für die Herrlichkeit des Herrn, die Herrlichkeit der Botschaft und die Herrlichkeit des Geistes. Waren sie nicht offen? Nicht offen. Das ist das Problem. Aber liebe Geschwister, die Juden hin oder her, sie müssen für sich verantworten. Nehmen wir das ernst? Ich glaube im Heiligtumsdienst ja, aber ich glaube, es gibt auch für uns noch viel zu entdecken. Und da möchten wir uns jetzt weitergehen mit dem Thema Zion, liebe Geschwister, dass wir entdecken und dass wir viel Freude dran haben. Und jetzt zwei, drei leichte Texte, die ich lese, die ihr kennt, wo wir das Prinzip nochmal von Jesus hören. Und dann machen wir Pause kurz, ja? So. Lass uns aufschlagen in Johannes 5, was Jesus seinen Jüngern mal gesagt hat. Da werdet ihr sehen, das Gleiche, nur jetzt ein bisschen einfacher. Johannes 5, Vers 39. Dass ihr seht, eigentlich kennen wir das Prinzip, nur Paulus versucht es uns jetzt ein bisschen mit Bildern noch tiefer zu erklären. Aber Jesus sagt es hier in Johannes 5, Vers 39, genau das Gleiche. Er sagt, ihr erforscht die Schriften, denn ihr meint, in ihnen das ewige Leben zu haben. Und sie sind es, die von mir zeugen. Steht ihr, was Jesus macht? Sie sind es, die von mir zeugen. Aber ihr wollt nicht zu mir kommen. Das war tragisch. Jesus sagt, ihr erforscht, weil ihr meint, und das ist ja gut und schön. Aber er sagt, sie sprechen eigentlich von mir. Das ist die tiefere Ebene der Deutung des Alten Testaments, die uns Jesus geben möchte. Wo er sagt, sie sprechen von mir und ihr wollt nicht zu mir kommen. Ihr seid irgendwo, wie Paulus sagt, am Buchstaben hängen geblieben, an den Geschichten, aber ihr seht nicht tiefer die Prophezeiungen. Ja? Merkt ihr, ganz einfach, dieser Text ist bekannt. Lass uns noch zwei lesen vor der Pause in Lukas am Ende, wie Jesus am Ende, auch seine Jünger, liebe Geschwister, haben es nicht verstanden. Seine Jünger haben das auch nicht verstanden. Zuerst die Emmausjünger. Jesus ist auferstanden und trifft die Emmausjünger in Lukas 24. Und sie spazieren, waren enttäuscht über das, was passiert ist. Ja, dieser angebliche Messias, der jetzt gekreuzigt wurde. Und sie dachten und so weiter, ja, das wär's. Und lesen wir von Vers 25. Und einige sahen, sie haben ihn nicht mehr gesehen an der Gruft. So, und jetzt Vers 25. Und er sprach zu ihnen, ihr Unverständigen, ja, oder Ungebildeten kann das sogar, also biblisch ungebildet, ja, kann das übersetzt werden. Seht ihr, in der Elberfelder steht es unten. Und im Herzen träge. Liebe Geschwister, das eine ist das Wissen zu haben, das andere ist die Trägheit. Ja, wenn ich gar nicht bereit bin, Bibel zu studieren, nur so nebenbei, ja, dann geht es auch nicht. Dann werde ich Jesus nicht erkennen, auch das Alte Testament nicht. Das heißt, das, was wir jetzt machen in der Kurzbibelschule, ist die Trägheit zu überwinden, zusammenzukommen, zu studieren. Ja? Und nachher seid ihr eh glücklich, ja? Auch von Beziehungen und der Natur und dem Wetter. Aber der Herr möchte uns hier noch was Tieferes geben. Ja? Und so sagt Jesus, sie Unverständigen und trägen Herzens an alles zu glauben, was die Propheten geredet haben. Das heißt, wir lesen selektiv. Und merkt euch, ich habe euch heute nicht durchgehen lassen. Ich habe euch einen schweren Text gegeben und sagt, das müsst ihr jetzt lesen und versuchen anzuwenden. Ja? Nicht nur überspringen und nur die leichten Texte. Auch das, was wir jetzt hier erarbeitet haben, ja, was uns Paulus genau damit sagen möchte, da muss man ein bisschen in die Geschichte rein, dann müssen wir auf Korinth und dann müssen wir auf uns überlegen und irgendwann haben wir es. Ja, eine Meldung, Mikro. Genau, du bist heute der Läufer, du wirst der
Marathonläufer. Man die Bereitschaft dazu haben. Und ich habe gelesen, die Herzen waren verstockt. Die Herzen waren verstockt, wenn, genau. Wenn die nicht möchten, dann muss der Wille einfach dazu da sein. Ja. Das ist die Frage, und die wir uns stellen. Und vor allen Dingen muss man sich dann auch Zeit nehmen. Zeit. Ja. Zeit. Und wenn man andere Prioritäten hat und nur Arbeit sieht oder Geld verdienen. Ja. Und das ist unser großer Kampf, die Zeit. Ja. Ja. Und schaut mal, wir schon unsere Schüler brauchen 5,5 Stunden Zeit in Bildschirmmedien, Computer, Handy. Die Geschwister, die Älteren, also die Geschwister nicht, aber so in Deutschland 3,5 Stunden nur Fernsehen schauen bei der älteren Generation am Tag. Ah ja. Im Schnitt in Deutschland 583 Minuten Mediennutzung mit Zeitschriften und Radio. Ja, fast 10 Stunden. Ja, irgendwo geht die Zeit hin, ja? Irgendwo. Versteht ihr, allein wenn wir diese Statistiken nehmen, ja, die Zeit ist das Problem und heute noch mehr, möglicherweise durch die Medien. Ja. Die Zeit ist wirklich das Problem, das ist die Konkurrenz. Interessant, dass Ellen White im Buch Evangelisation, könnt ihr das nachlesen, sagt, dass am Ende Satan spezielle Anstrengungen übernehmen wird und Dinge finden, die uns unsere Aufmerksamkeit wegnehmen. Die Zeit stehlen auch und so weiter. Ja. Also, jetzt sagt Jesus, ihr Unverständigen im Herzen und träge an alles zu glauben, was die Propheten geredet haben. Musste nicht der Christus dies leiden und in seine Herrlichkeit hineingehen? Und von Mose und von allen Propheten anfangend erklärte ihn in allen Schriften, liebe Geschwister, das, was ihn betraf. Das heißt, in allen Schriften des Alten Testaments, sagt Jesus, dezidiert wird über ihn gesprochen. In allen. Ja? Und das musste passieren. Das heißt, das ist eine Hermeneutik oder eine Bibeldeutung drüber. Das erste ist ja, dass wir erstmal die Geschichten verstehen. Das lernen wir auch hier. Werdet ihr auch von unseren anderen Theologen lernen. Wir müssen erstmal sehen, was der Text sagt. Ja? Erstmal zu Mose gehen, sagen. Aber jetzt gibt es eine Ebene drüber, in die uns Gott führen möchte. Nicht nur den Buchstaben und die Geschichten, sondern was ist da irgendwas über Christus drin? Weil das ist das Zentrum. Das sagt Jesus. Schaut mal jetzt, wie er sagt in Vers 27, erklärte in allen Schriften das, was ihn betraf. Ja, in allen Schriften. Und jetzt schaut mal mit seinen 12 Jüngern, wenn ihr weitergeht, Vers 44, zweimal am Ende von Lukas Evangelium, zweimal. Vers 44, er sprach aber zu ihnen, und jetzt seine 12 Jünger, dies sind meine Worte, die ich zu euch redete. Das heißt, Jesus hat sich hier schon vorher aufgeklärt. Aber hier rein, hier raus oder so, ja, als ich noch bei euch war, dass alles erfüllt werden muss, was über mich geschrieben steht im Gesetz des Mose, in den Propheten und Psalmen. Alles muss erfüllt werden. Da steht vieles über Jesus drin. Das ist ein besonderes Wunder Gottes, dass er im Alten Testament ja, Jesus versteckt hat oder durch Bilder bildhaft uns darbringen möchte. Dann öffnete er ihnen den Sinn dafür, die Schriften zu verstehen und sprach, so steht es geschrieben, so musste der Christus leiden und am dritten Tag auferstehen von den Toten und in seinem Namen Buße zur Vergebung der Sünden gepredigt werden, allen Nationen. So musste es geschehen. Er öffnete ihnen das Verständnis und ich hoffe, dass Gott durch seinen Heiligen Geist uns diese Woche auch noch mehr das Verständnis öffnet, auch in diesem Thema, was wir jetzt, und ihr untersucht den Namen auch. Mit Daniela, ja, im Alten Testament, abends über Ellen White, da hat er weiter versucht, ja, zu erklären, die Tiefe, die Gott ins Alte Testament gegeben hat, über Christus. Schaut mal, wenn ich ein Thema nur nenne, wenn ich nur die Gefühle Jesu, die Ängste Jesu nenne, die er hatte, als er den Kelch zu sich genommen hat, wir haben nur zwei Texte im Neuen Testament, die seine Gefühle beschreiben, in Gethsemane und Hebräer 5, Vers 7. Ja, ich habe mich manchmal gefragt, warum, wenn dort stehe und er hat geschrien zu dem, der ihn aus dem Tod retten kann. Ich glaube, dass Gott versteckt hat auch manche tiefen Ängste, weil in der Bibel sagt, wir sollen die Perlen nicht den Schweinen werfen, dass sie zertreten. Aber ihr könnt finden Jesu Gefühle, so viel ihr wollt, im Alten Testament. Es gibt überall, lest den Psalm, lest den Jesaja. Ja, dann werdet ihr sehen. Ihr Lieben, ich habe jetzt versucht, das nochmals jetzt ein bisschen nur das Wesentliche rauszunehmen und
wo wir uns sicherlich einig sein können, dass Paulus sagt, und Jesus auch, man kann das nur so lesen, das Alte Testament, als Geschichten, ja, im Buchstaben, was auch wichtig ist, aber ohne Herrlichkeit. Und man kann es durch Christus ohne Decke lesen, ja, ohne Decke. Aber das ist nicht ganz einfach, das muss man üben, ja. Geübte Sinne haben zur Unterscheidung des Guten und Bösen. Ihr seht, eine Schwester hat gesagt, welche Probleme sie bekommen hat mit den Rabbinern, wenn sie die Frage gestellt hat, ja, wo ist denn, wie will man jetzt Yom Kippur feiern? Wisst ihr, was die katholische Kirche gemacht hat mit dem Problem, dass der Tempel zerstört wurde und es nicht mehr gab? Wer war mal in Rom? Wart ihr dort, wo die Treppe ist, wo Luther drauf gegangen ist, Pilatusstiege? Ja, schön. Aber wisst ihr, was dann am Ende der Treppe ist? Habt ihr da reingeschaut? Da ist so ein Gitter. Da müsst ihr mal reinschauen oder reingehen. Müsst ihr Geld zahlen, dann kommt ihr rein. Das ist der allerheiligste Ort auf der Erde, nach gemäß der katholischen Kirche. Sancta Sanctorum, der heiligste Ort. Nachdem der Tempel zerstört wurde, hat im Mittelalter die Päpste haben sich dort das allerheiligste Raum gemacht. Könnt ihr vielleicht auch durchs Fenster sehen, das sind vier Cherubine und so weiter. Dann vorne ist wie ein Altar, fast wie eine Bundeslade. Und dort drin ist der Kopf von Petrus gewesen, die Vorhaut Jesu und noch irgend sowas. Das ist der heiligste Ort der Welt, sagen sie, der nachdem das Tempel zerstört wurde, hier übertragen wurde. Das ist katholische Lehre. Könnt ihr sehen, Sancta Sanctorum. Ich kann Bilder zeigen, wenn ihr wollt. Das heißt, man versucht, das Problem zu lösen, aber man bleibt hier. Auch in jeder katholischen Kirche ist vorne was? Das Tabernakel. Was bedeutet Tabernakel? Merkt ihr? Und so wollen wir jetzt erstmal üben, bevor wir zu Zion gehen, wollen wir erstmal üben, das, was wir schon kennen und was wir nicht kennen. Wollen wir mal üben und uns anschauen, die alttestamentlichen Bilder. Wir haben vom Heiligtum gesprochen, aber fangen wir noch einfacher an. Was war das meiste, das am häufigste Bild, was es gab im Alten Testament? Das Lamm zum Beispiel, ja, die Opfer. Also das wäre zum Beispiel ein Lamm und auch andere Opfer. Ja. Wo zum Beispiel Jesaja Kapitel 53 dieses Bild sehr breit aufgreift. Lass uns das lesen, wir kennen das, aber das ist so wichtig, dass wir es manchmal nicht mehr lesen, weil wir es meinen, so zu kennen. Aber lass uns das lesen, liebe Geschwister. Lass uns Jesaja 53 lesen. Wer hat unsere Verkündigung geglaubt? An wen ist der Arm des Herrn offenbar geworden? Er ist wie ein Trieb aufgeschossen, wie ein Wurzelspross aus dürren Erdreich. Er hatte keine Gestalt. Und jetzt merkt er, es geht um ein Er, ja, wie ein Mensch, ja, der Knecht des Herrn. Er hatte keine Gestalt und keine Pracht. Und als wir ihn sahen, da hat er kein Aussehen, dass wir Gefallen an ihm gefunden hätten. Er war verachtet von den Menschen, verlassen, ein Mann. Merkt ihr, nicht ein Lamm hier, es ist ein Mann, der Schmerzen und mit Leiden vertraut, wie einer, von dem man das Gesicht verbirgt. Also nicht so herrlich jetzt, ja. Er war verachtet und wir haben ihn nicht geachtet. Wir Form, also wir als Volk Gottes, ja, könnte man das verstehen am ehesten. Jedoch unsere Leiden, er hat sie auf sich getragen. Und unsere Schmerzen, er hat sie auf sich geladen. Wir aber, wir hielten ihn für bestraft, von Gott geschlagen und niedergebeugt. Doch er war durchbohrt um unserer Vergehung willen, zerschlagen um unserer Sünden willen. Die Strafe lag auf ihm zu unserem Frieden. Und durch seine Striemen ist uns Heilung geworden. Wir alle irrten umher wie Schafe. Jetzt wird das Bild genommen, Schafe ohne Hirten. Ja? Wir wandten uns jeder auf seinen eigenen Weg. Aber der Herr ließ ihn treffen unserer aller Schuld. Das heißt, es wird ein Er kommen, sagt die Bibel. Der wird alles bezahlen. Er wurde misshandelt, aber er beugte sich und tat seinen Mund nicht auf, wie das Lamm. Wie das Lamm, und das wussten sie, das war ihr Alltag. Wie das Lamm, das sterben muss, das war ihre alltägliche Praxis. Das zur Schlachtung geführt wird, wie ein Schaf, das stumm ist vor seinen Scherern.
Das heißt, da wird einer kommen, der wird wie das Lamm, wie das Schaf zur Schlachtung geführt. Warum? Wegen unserer Sünden. Aber das wussten sie, das war ihre Erfahrung. Sie haben ja gewusst, dass das Lamm, das Schaf sterben muss jetzt wegen meiner Sünde. Und jetzt wird einer kommen, der wird wegen all unserer Sünden, nicht ein Lamm von deinen und das andere für deine, es gab ja nicht ein Lamm, das für alle war. Ja, normal, immer wieder. Aber jetzt wird einer kommen, der unsere aller Sünden, und wer wird über seine Generation nachsinnen? Denn er wurde abgeschnitten vom Lande der Lebendigen, also er wird tot. Wegen des Vergehens seines Volkes hat die Strafe ihn getroffen. Und man gab ihm bei Gottlosen sein Grab, aber beim Reichen ist er gewesen in seinem Tod, weil er kein Unrecht begangen hat und kein Trug in seinem Mund gewesen ist. Doch den Herrn gefiel es, ihn zu zerschlagen. Er hat ihn leiden lassen. Wie denn das? Wenn er sein Leben als Schuldopfer, bekannter Begriff, ne, eingesetzt hat, wird er Nachkommen sehen und er wird seine Tage verlängern und wird durch seine Hand, was dem Herrn gefällt, wird durch seine Hand gelingen. Liebe Geschwister, das ist Altes Testament. In Jesaja auf einmal wird jetzt klar gesagt, da wird es jemand geben, der wie ein Schaf, wie ein Lamm alles auf sich nehmen wird und der wird zerschlagen, der wird nicht hier in Herrlichkeit kommen. So, und jetzt schaut mal, das ist das. Jetzt sagt er nur schon im Alten Testament, sagt er, einer wird kommen, ein Mensch, ja, ein Mensch wird kommen. Das sagt der Text, dieser unglaublich emotionale, bestialische, ja, das ist ja eine Folter, ein Mord hier, der passiert, aber anscheinend ist es nach Gottes Willen, dass das passiert, sonst können wir nicht gerettet werden. So, alles vorbereitet. Und jetzt kommt der Kämmerer nach Jerusalem und fährt nach Hause und liest diesen Text. Und jetzt lass uns mal sehen, Apostelgeschichte 8 von Vers 30. Schaut mal, wie wunderbar die Bibel da zusammenarbeitet. Apostelgeschichte 8, Vers 30 bis 35. Philippus aber lief, also Apostelgeschichte 8, 30 bis 35. Philippus aber lief hinzu und hörte ihn den Propheten Jesaja lesen und sprach: Verstehst du auch, was du liest? Jetzt haben wir das Problem, ne? Schatten bzw. Decke drüber. Ja, da ist irgendein Mann da, wird leiden. Aber was bedeutet das für uns? Wann kommt der? Wer ist das? Ne? Verstehst du, was du liest? Er aber sprach: Wie könnte ich denn, wenn mich niemand anleitet? Da sehen wir, wir brauchen Anleitung. Deswegen machen wir die Kurzbibelschule. Also wir, die wir einiges versuchen rauszufinden, versuchen euch weiterzugeben. Die Lehrer, Gott hat Lehrer gegeben, und die versuchen der Gemeinde weiterzugeben. Und ihr sollt wieder weitergeben. Ja? Wir brauchen Anleitung. Wie verstehen wir? Die Grundlage ist nicht Theologie, sondern das Wort Gottes. Aber wir brauchen eine Anleitung. Und er bat den Philippus aufzusteigen und sich zu ihm zu setzen. Die Stelle der Schrift aber, die er las, war diese: Er wurde wie ein Schaf zur Schlachtung geführt, wie ein Lamm stumm ist vor seinen Scheren. So tat er seinen Mund nicht auf. In seiner Erniedrigung wurde er von Gericht weggenommen. Wer wird über sein Geschlecht beschreiben? Denn sein Leben wird von der Erde weggenommen. Hier haben wir einen kleinen Ausschnitt aus Jesaja 53. Der Kämmerer beantwortete Philippus und sprach: Ich bitte dich, von wem sagt der Prophet dies? Von sich selbst oder von einem anderen? Meint Jesaja sich selbst? Ne? So ist noch heute. Viele bleiben nur beim Propheten und sagen: Ach, das war Davids Zeit. Das war Jesaja. Das hat mit uns nichts zu tun. Aber schon der Kämmerer spürt, vielleicht ist da mehr dahinter als nur die Erfahrung des Propheten. Von wem? Von wem sagt er das? Merkt ihr, das ist jetzt die große Frage. Wer ist denn der, der wie ein Lamm sein wird? Ja? Wollen wir die Decke drauflassen oder lüften? Das war die Frage. Ja? Bei ihm war noch immer die Decke drauf. Von wem spricht er das? Und jetzt steht: Philippus aber tat seinen Mund auf und fing mit dieser Schrift an und verkündigte ihm das Evangelium von Jesus, die frohe Botschaft von Jesus.
Jesus ist dieser Mann. Ja, jetzt kam's. Das ist Christus, das erfüllt sich in Christus. Er ist das Lamm Gottes. Ja, so wie Johannes sagt, der Täufer. Hier ist, das ist das Lamm Gottes. Merkt ihr, wie schön, wenn das gelüftet wird? Das ist uns relativ bekannt. Ja, ich glaube, das kennen die meisten unter uns. Das ist einfach, ja, das Konzept des Lammes. Das haben wir viel gelernt. Darüber haben wir viel studiert, ja, viele Predigten gehört. Wollen wir ein bisschen schwerer? Schauen wir mal, ob es schwer ist. Was ist denn mit dem Begriff im Alten Testament mit dem Fels? Hat der Fels auch eine Bedeutung im Alten Testament? Lamm, aha, die Decke weg, auf einmal ist das nicht mehr ein Lamm, das ist ein Mensch. Was ist mit dem Fels? Auch auf Christus, habt ihr da einen Text? Jetzt muss ich euch fragen, ich glaube, ich bin nicht so leichtgläubig. 1. Korinther 10, sehr gut, ihr müsst helfen, wir arbeiten hier. 1. Korinther 10, Vers? Ja, lesen wir schon von 1. Denn ich will nicht, dass ihr in Unkenntnis darüber seid, Brüder, über unsere Väter, die alle unter der Wolke waren. Jetzt geht er zurück in die Zeit von Mose, und zwar im Anfang, als sie aus Ägypten rausgegangen sind. Das ist der Zusammenhang. So wie wir heute in 2. Korinther hatten. Mose deckt sein Gesicht zu. Aber das ist jetzt, bitte? Ja, wir kommen. Ich habe nur eine Pause gemacht. Ja, nur, dass wir alle verstehen. Jetzt gehen wir wieder zurück zu Mose und jetzt gehen wir weiter. Die Väter waren unter der Wolke und alle durch das Meer hindurchgegangen sind. Und jetzt schaut mal, welche Bedeutung das Meer bekommt. Und Fels. Und alle in der Wolke und im Meer auf Mose getauft wurden. War das alttestamentliche Volk getauft oder nicht? Auf Mose. Ja, was war denn die Taufe? Wo ist die Taufe passiert im Alten Testament beim Volk Israel, das ausgezogen ist? Durchs Meer. Tod hinten, vorne tot, Wasser, kannst du nicht überleben, wenn du reingehst. Und was macht Gott? Teilt. Werden wir nachher noch genau anschauen. Also, aber hier der Fels auch, Vers 4, und alle denselben geistlichen Trank tranken, denn sie tranken aus einem geistlichen Felsen, der sie begleitet, der Fels aber ist Christus. Das heißt, der Fels ist geistlich gedeutet und nicht willkürlich. Versteht ihr, die Bibel sagt uns irgendwo, wir dürfen nicht alles irgendwie meinen, das ist auch Christus. Wir müssen schon sehen, wo zeigt die Bibel. Ja? Der Fels war Christus. Sehr schön. Also Fels ist auch Christus. Wasser werden wir noch sehen. Oder lesen wir das Wasser? Lesen wir. Hier haben wir zwei Symbole. Ja? Lesen wir das Wasser. 2. Mose 14,7. Lass uns das sehen, weil wir das schon hier auch gelesen haben. Dann lass uns das ein bisschen genauer sehen. 2. Mose 14, Vers 14. Wir können hier lesen ab Vers. Wir müssen nicht die ganze Geschichte lesen, aber sie haben sich gefreut, sind mit erhobener Hand rausgezogen, sagt Kapitel 14. Ne? Wenn die Sklaven befreit werden, ist irgendwann eine große Freude. So, und jetzt steht hier, lass uns lesen, ab Vers 16. Ja, 16. Schau mal, jetzt war es ja so, dass, vielleicht Vers 10, dass ihr den Zusammenhang habt. Als nun der Pharao sich näherte, erhoben die Söhne Israels ihre Augen und siehe, die Ägypter zogen hinter ihnen her. Das ist jetzt nicht so schön. Ne? Da fürchteten sich die Söhne Israels sehr und schrien zum Herrn. Kaum befreit, freuen sie sich, juhu, mit erhobener Hand steht, ja,
Und jetzt schon der Pharao wieder hinter ihnen her. Sie haben es ja permanent bei jeder der Plagen sowas gesehen, aber jetzt waren sie schon draußen. Ja? Und jetzt der Pharao kommt hinter ihnen her und die Botschafter haben ihnen das gesagt. Sie haben Angst bekommen. Jetzt antwortet Mose, Vers 13, fürchtet euch nicht, steht und seht die Rettung des Herrn, denn der euch heute bringen wird. Denn die Ägypter, die ihr heute seht, ihr werdet sie weiterhin in Ewigkeit nicht mehr sehen. Also das ist das letzte Mal, dass ihr sie jetzt sehen werdet. Der Herr wird für euch kämpfen, ihr aber werdet still sein. Merkt ihr, dieses Bild, der Herr kämpft für euch, ihr werdet still sein, das wird jetzt übertragen in das Thema der Taufe. Und der Herr sprach zu Mose, was schreist du zu mir? Befiehl den Söhnen Israels, dass sie aufbrechen, du aber hebe deinen Stab und strecke deine Hand über das Meer aus und spalte es, damit die Söhne Israels auf trockenem Land mitten in das Meer hineingehen. Jetzt ist etwas passiert, was es so noch nie gab. Stellt euch mal vor, ich weiß nicht, wer von euch schon mal am Roten Meer war, in Ägypten Badeurlaub gemacht hat, geschnorchelt. Ja, das geht ganz schön runter nach den Korallenriffen. Ja? Das geht ganz schön tief runter, sehr schnell. Und jetzt sollen wir da durchgehen. Ja? Und jetzt sollen wir ins Meer reingehen und das Meer soll sich jetzt öffnen. Stellt euch das vor. Was willst du? Hinten sind die Feinde und vorne ist das Meer. Und jetzt sagt Gott, spalte das Meer. Ich jedoch siehe, ich will das Herz der Ägypter verstocken. Ich werde was mit ihnen machen. Ja? Vers 19. Und der Engel des Herrn, der vor dem Heer Israels herzog, brach auf und trat hinter sie. Und die Wolkensäule vor ihnen brach auf und stellte sich hinter sie. So kamen sie zwischen das Heer der Ägypter und das Heer Israels und sie wurden dort Gewölk und Finsternis. Und erleuchtete hier die Nacht, so kam jenes Heer die ganze Nacht nicht näher. Und Mose streckte seine Hand über das Meer aus und der Herr ließ das Meer die ganze Nacht durch einen starken Ostwind zurückweichen und machte das Meer zum trockenen Land und das Meer teilte sich. Dann gingen die Söhne Israels auf trockenem Land mitten in das Meer hinein und das Wasser war wie eine Mauer zu rechten und zu linken. Stellt euch vor, das schönste Aquarium, größte Aquarium der Welt. Jetzt siehst du die Fische, Nemo schaut durch. Das Bruder Heinz hat das, Scheiding hat neulich gesagt, der Hai schaut doch, aber er kann nicht weiter. Ja? Die können nicht weiter. Und ihr geht durch hier die Fische, Aquarium, hier ist trocken unten und hinten wisst ihr die Feinde. Aber jetzt gehen wir schnell voran. Seht ihr, und das sagt jetzt 1. Korinther, wenn wir nochmal zurückgehen. Hier ist etwas Neutestamentliches eingebaut, ja, in 1. Korinther 10. Jetzt sagt dieses Bild, ja, was wir hier haben, wie sollen wir es machen? Das ist, ja, hier ist das Meer, wenn wir das so seitlich machen, geht es so von oben nach unten ins Wasser. Und dann irgendwann wieder hoch. Ja, du musst ins Wasser rein. Und hier ist das Wasser. Oder machen wir jetzt mal so. Aber ins Wasser kommt, macht Gott, und das Wunder ist, was hier uns gezeigt wird, macht Gott einen Weg. Er macht hier eine Mauer. Steht in dieses Wasserbecken, in dieses Meer. Gott macht eine Mauer und das Volk kann durchgehen auf die andere Seite. Das ist das Wunder. Und das sagt jetzt die Bibel, die Väter, sind, die unter der Wolke waren und durch das Meer hindurchgegangen sind, alle sind im Meer sind sie getauft worden. Auf Mose, Mose war ihr Führer. Aber das Wort Taufe. Merkt ihr, liebe Geschwister, was hier passiert? Und was mache ich in der Taufe heute? Nicht auf Mose, sondern auf Christus. Ich ziehe Christus an, ja? Ich sterbe mit Christus, wieder auf Christus. Meine neuen Bibelstunde zur Taufe beginne ich nicht so wie sonst, ich beginne damit. Und ich beginne, weil das ist das Bild, versteht ihr? Wir haben manchmal, ich habe schnell die neutestamentlichen Texte gebracht und vergessen das alttestamentliche Bild. Wenn ich jetzt Bibelstunden gebe, ich erkläre erstmal, was hier passiert ist. Und ich erkläre, was noch? Wo noch im Alten Testament ist das Symbol der Taufe? Wisst ihr das? Ja, klar, sie müssen auch über den Jordan gehen. Aber viel früher, viel früher.
Wo? Ja, ja, das Wasser geschlagen. Sintflut, viel früher, wer hat das gesagt? Sintflut, ja. Schaut mal jetzt, schaut mal 1. Petrus Kapitel 3. Wie dieses Bild zur Taufe wird. Und manche Menschen sagen, Taufe ist nicht, ist nur ein Symbol. Meint die Taufe ist nur ein Symbol? Wer meint, Taufe ist nur ein Symbol? Traut sich jetzt niemand. Schaut mal, lesen wir mal hier, was sagt. Jesus ist in seinem Geist, sagt die Vorgeschichte, zur Zeit Noahs gegangen und hat gepredigt. Er wollte retten, auch damals im Geist. Ja? Und jetzt steht in Vers 20, 1. Petrus 3, Vers 20, die einst ungehorsam gewesen waren, als die Langmut Gottes in den Tagen Noahs abwartete, während die Arche gebaut wurde. In die wenige, das sind 8 Seelen, durchs Wasser hindurch gerettet wurden. Merkt ihr? Die Arche rettet. Und jetzt schaut mal, was im Neuen Testament dieses Bild, durchs Wasser rettet sie, ja, durchs Wasser. Wie dieses Bild genutzt wird. Das Abbild, also Antitypus steht im Griechischen drin, das Abbild davon errettet jetzt auch euch. Das ist die Taufe, liebe Geschwister. Rettet die Taufe oder rettet sie nicht? Versteht sie? Jetzt wird hier die Arche, wieder das Wasserproblem. Ja? Aber die Arche wird als Bild genommen, die uns rettet durch dieses Wasser, also Noah gerettet hat. Und jetzt wird gesagt, das ist jetzt die Taufe, wo ich Christus anziehe, mit ihm sterbe und auferstehe. Ich komme wieder durchs Wasser. Seht ihr, wie die Taufe eine neue Bedeutung bekommt, wenn wir es alttestamentlich deuten, wenn wir das Prinzip, was wir auf Zion anwenden? Ja, die heißt nicht erst, waschen gibt es auch, aber waschen ist ein Nebenprodukt. Die Hauptbilder der Taufe sind Sterben, gerettet werden aus dem Tod. Es ist ein Wassergrab. Und die Bilder sind im Alten Testament schon alle da. Ja? Aber ohne Alten Testament verstehen wir gar nicht die Tiefe. Manche sagen, ich muss mich nur waschen. Ja? Da gibt es nicht schönere Wasser bei uns in Assyrien. Wieso muss ich in dem Jordan mich waschen? Es geht nicht ums Waschen, das geht es auch. Das gibt es auch, ja? Abwaschen die Sünden. Aber die Taufe bedeutet sterben im alten Leben, von der einen Seite auf die andere kommen. Von hier nach Zion, das werden wir noch sehen, das sparen wir jetzt noch aus. Ganz genau. Von Babylon und Ägypten nach Zion, von dieser Welt nach Zion. Da möchten wir jetzt noch, ich möchte euch noch ein Bild zeigen und ich möchte jetzt mit diesem Bild möchte ich anknüpfen an das, was wir vor 2 Jahren gemacht haben, falls ihr euch noch erinnert. So, dass wir die Milch, dass wir die Grundlagen verstanden haben hier. Und dann gehen wir morgen nach Zion. Ganz, ganz schnell. Ja. Aber die Methode müssen wir verstehen. Die Methode, warum? Sonst sage ich, ach, was macht der Bruder Godina, interpretiert da irgendwas willkürlich zusammen. Also das ist nicht gut. Ja. Sondern ich versuche das, was uns das Alte Testament lehrt, was Gott vorbereitet hat im Alten Testament, dass wir tiefer verstehen, so wie die Taufe jetzt. Was für ein Bild hatten wir vor 2 Jahren? Erinnert euch noch? Es waren doch viele da. Ja, sehr gut. Was Ähnliches, ne? Wir haben gesagt, die Bibel ist so strukturiert. Die ersten 2 Kapitel beginnen im Paradies. Dann gibt es den Sündenfall. Ich mache die Grube jetzt noch größer als damals. Ja? Und die letzten 2 Kapitel enden wieder, wo alles gut sein wird, im Himmel, ja? Auf der neuen Erde. Und hier herrscht der Tod. Hier müssen wir sterben. Wir sind in der Grube. Und liebe Geschwister, damals haben wir uns auch angeschaut, wie das benannt wird, die Grube. Ja? Erinnert ihr euch noch in 1. Mose 37, 20? Wie werden wir im Alten Testament für dieses Bild vorbereitet? Wo wurde Josef von seinen Geschwistern hineingeworfen? In die Grube. Josef war in der Grube. Das ist das Bild. Ja? Und Josef wurde, und das Wort heißt Bor. Ein Wort für Grube in der Bibel, Bor. Josef wurde in einen Bor geworfen. Dann ist er zu Potiphar gekommen und die Frau, und ihr kennt die Geschichte, und dann ist er reingeworfen, wo? Welches Wort steht da? Bor, Grube.
Grube oder Gefängnis, ist beides, das gleiche Wort. Josef war wieder drin, ja, das ist das Bild, aber jetzt schaut mal, wie dieses Bild, ich erinnere euch nur, wir üben, ja, wie es jetzt aufgegriffen wird, das Wort Bohr, in Jesaja 24, kommt es wieder vor. Jesaja 24. Und jetzt merkt ihr, wie das Wort von Josef, wie das Wort Grube, ja, wie das Wort Grube schon vorbereitet wird, was Tieferes zu sehen. Nicht erst im Neuen Testament. Nein, nein, das Alte Testament bereitet uns vor, dass wir hier viel mehr sehen als nur jetzt Josefs Geschichte. Wo? Jesaja 40, kommt das gleiche Wort Bohr vor. Jesaja 40, Vers, Entschuldigung, 24, Vers 22. Sie werden eingesperrt, wie man Gefangene in die Grube einsperrt. Merkt ihr das gleiche Wort? Bohr steht sogar in der Elberfelder Grube, einsperrt, also nicht nur ein Loch, aber viele Gefängnisse waren. Wir haben in Israel gesehen, ein Gefängnis vor 3-4 Jahren, was sehr alt war, 3000 Jahre alt, das war nur ein großes Loch, wie bei Daniel. Du brauchst kein Haus bauen für die Gefangenen. Du wirfst nur in ein tiefes Loch, kann eh nicht rauskommen, ohne Treppe, Seil und so weiter. Ja, weißt du, wenn es 10, 20 Meter tief ist, wie willst du denn rauskommen? Kannst du aus dem Brunnen rauskommen alleine? Normalerweise nicht. Ich brauche nur ein großes Loch und schon das Problem gelöst im Altertum. Ja? So wie bei Josef. Schaut mal, in die Grube eingesperrt. Ja, sie werden in den Kerker eingeschlossen werden. Das ist jetzt ein anderes Wort, noch ein zusätzliches Wort. Eingeschlossen und nach vielen Tagen heimgesucht. Wer ist denn das? Das ist doch nicht Josef. Sie werden eingeschlossen. Und nach vielen Tagen rauskommen. Da wird der Mond schamrot werden, die Sonne sich schämen. Na, da klingelt schon bei den Adventisten, ne? Mond und wann das war, ne? Aber merkt ihr, da wird etwas sie, nicht nur ein Josef oder ein Jeremia, der drin war, auch im, ja, sondern sie werden alle so in Gefängnis reingeworfen. Ja, wo gibt es denn so eine Geschichte in der Bibel? Alle in Gefängnis, in irgendeine Grube. Ja, drei. Aber hier scheint es nach vielen zu sein. Und nach vielen Tagen, na, Daniel kann es nicht sein, nach vielen Tagen, oder Daniels Freund, nach vielen Tagen steht es hier. Und schaut mal jetzt noch einen Text, dass wir üben, ja, Zacharia, jetzt wird es hier noch klarer, in Zacharia 9, Vers 11, dass ihr seht, sogar der vorletzte Prophet hat das Konzept aufgegriffen mit Grube. Zacharia, Zacharia, also vorletztes im Alten Testament, 9, Vers 11. Und vergesst nicht, in Zacharia 13 steht, was sind das für Wunden zwischen deinen Händen? Haben wir auch so eine Andeutung, ne? Oh ja, ich wurde geschlagen im Haus meiner Gefährten. Aber schaut mal in Kapitel 9. Kapitel 9, Vers 11. Auch du, um des Blutes deines Bundes willen, lasse ich deine Gefangenen aus der Grube frei, in der kein Wasser ist. Kehrt zur Festung zurück, ihr auf Hoffnung Gefangenen. Auch du, wer ist dieses Du, um dessen Blutes willen die Gefangenen freigelassen werden? Was Ähnliches haben wir in Jesaja. Wer ist dieser Du? Ja, wir vermuten. Ne? Aber schaut mal, wir müssen gar nicht so weit weggehen. Lest nur mal Vers 9. Und jetzt kommt. Juble laut, Tochter Zions. Jauchze, schon wieder Freude mit Zion, ha? Die Tochter Zions. Tochter Jerusalem, siehe, dein König kommt zu dir gerecht und siegreich, ist er demütig auf einem Esel reitend. Merkt ihr jetzt? Da wird einer kommen auf einem Esel, jetzt haben wir sogar Zion, der wird um des Blutes willen, ja, muss ich wieder die rote Farbe nehmen, um des Blutes willen, ja, einer, der wird sein Blut geben, ja, das wird noch im Alten Testament prophezeit, ja. Der wird freilassen.
Sie werden rauskommen können, die Gefangenen. Merkt ihr, wen wollt ihr denn sonst interpretieren? Wo gibt es denn sonst irgendein Beispiel, wo jemand in der Bibel anhand seines Blutes Leute aus dem Kerker rausgelassen hat? Das ist nur eine Prophezeiung. Wir haben aber viele Bilder im Alten Testament, dass wir verstehen, um was es geht. Ja? Er wird um des Blutes willen, damit darf er uns freilassen aus der Grube. Merkt ihr, wie schön es ist, wenn wir so lernen, das Alte Testament ohne Decke zu entdecken. Danke für den Begriff. Zu entdecken, das Alte Testament. Und die Herrlichkeit, seht, ich strahle schon, das freut mich so, das ist ja viel, was will an irgendwelche Geschichten, die ich nicht verstehe. Ja? Noch viel schöner als Josefs Geschichte, als Jeremia. Jeremia war nicht freiwillig reingeworfen. Jesus ist freiwillig reingekommen. In die Grube, der ist freiwillig. Auch Josef ist nicht freiwillig reingegangen. Merkt, jetzt wird es viel größer, das Ganze. Aber wir spüren den Schmerz auch, wenn wir an Josef erinnern. An Jeremia, den die Grube geworfen sind. Daniel, ja, die Nacht, Löwengrube. Auch das kommt alles, ja. Aber jetzt spüren wir, boah, da kommt einer, der wird freiwillig in die Grube reingehen. Demütig, ein König eigentlich. Und der wird Zion wieder zum Lachen bringen. Das ist die Tochter Zions. Ja? Wer ist die Tochter Zions, das werden wir auch sehen. Letztes Jahr, vor 2 Jahren, haben wir aber noch ein Bild gelesen. Wir haben einen Flüchtling gesehen. Ein Flüchtling, der alles verloren hat. Wer war einer der ersten Flüchtlinge in der Bibel? Jakob. Jakob musste fliehen. Irgendwo weit weg, der hat alles verloren. Und was sieht er in einem Traum? Die Leiter. Merkt ihr, die Grube kriegt eine Leiter bis zum Himmel, das oben und unten verbinden sich. Und er sieht, dort steht nicht von der Grube, es steht aber nur die Leiter. Ja, das ist ein anderes Bild. Aber es steht von oben und unten. Und er kann nicht oben ab. Und er verliert hier unten alles, aber Gott kommt von oben und die Engel kommen nach oben und unten und Gott sieht er oben. Und auf einmal ist die Verbindung da. Und er sagt, das ist das Haus Gottes. Da, wo es eine Leiter gibt nach oben, von unserer Welt unten, ja, da ist das Haus Gottes, sagt Jakob. Bethel. Ja? Haus Gottes. Und was passiert dann? Was hat das mit Jesus zu tun? Erinnert ihr euch noch? Sonst müssen wir wiederholen. Wie können wir jetzt die Leiter hier, dieses Bild der Leiter, ja, Prediger sagt, alles, was unter der Sonne ist, ist Nichtigkeit. Alles unter dem Himmel, Vers 12, Kapitel 1, alles ist nicht, alles vergeht. Hier sterben wir. Wir kommen nicht raus. Irgendwas stimmt nicht mit unserer Welt. Ja, da gibt es viele Texte, die was sagen. Aber wie greift Jesus diesen Text auf? Ihr kennt ihn. Interessant. Ja, jemand hat mal gesagt, wenn Siemens wüsste, was Siemens weiß, ja, wenn ihr wüsstet, was sie alles weiß, und jetzt frage ich euch und nichts kommt. Wann löst Jesus das auf, die Leiter, das Bild der Leiter? Nathanael, ja. Er sagt, Nathanael, was kann denn aufs Nazareth Gutes kommen? Komm und sieh. Und er kommt zu Jesus. Und Jesus sagt, eine Israelitin, den kein Falsch ist. So eine Psychodiagnose hat man noch nie erlebt, ja. Du bist kein normaler Mensch, ja? Und ja, du wunderst dich, Nathanael, aber, und ihr wundert euch. Ich habe dich aber unter dem Feigenbaum beobachtet. Jesus hat Menschen genau beobachtet. Der hat sie gesehen, nach was sie streben und so weiter. Und dann sagt er Nathanael, es gibt aber was Größeres als das, dass ich dich kenne. Es gibt was Größeres. Was ist größer? Ihr werdet die Engel rauf und runter gehen sehen. In Johannes 1 könnt ihr das lesen, auf den Sohn des Menschen. Der Sohn des Menschen ist die Kontaktstelle. Die Frage ist, wie kommen wir zu Leiter, liebe Geschwister? Wie kommen wir zum Vater, ist die Frage. Wie kommen wir nach oben? Die Antwort ist, die Engel gehen auf den Sohn des Menschen. Und später, was sagt Jesus? Ich bin die Tür. Niemand. Versteht ihr? Und was sagt er in Johannes 14, Vers 6? Ich bin der Weg, die Wahrheit und das Leben.
Hier ist Tod, hier herrscht der Tod. Ich bin aber der Weg aus dem Tod. Ich bin die Wahrheit und das Leben. Niemand kommt zum Vater, außer durch mich. Merkt ihr, Jesus wird der Weg. Ja, das ist ein Bild der Leiter, wie auch immer sie war, aber ich bin der Weg. Ja, ich bin der Weg zum Vater. Merkt ihr, wie das die Bilder des Alten Testaments, wenn wir die Decke runternehmen, wie herrlich das wird und wie wir in der Tiefe das Neue verstehen können. Wir können überhaupt die Offenbarung nicht verstehen ohne das Alte Testament, das ist unmöglich. Weil über 500 sinngemäße Zitate aus dem Alten Testament ist, alles ist voll mit Altes Testament-Bildern. Es geht nur, wenn wir versuchen, und dieser Prozess heißt Decke weg. Ja? Decke wegmachen. Wie? Durch Christus. Auch wir müssen durch Christus gehen. Ja? Wir müssen suchen, wo im Alten Testament verbirgt sich Christus. Nicht spekulieren, versteht ihr? Um das geht es nicht. Ihr habt gesehen, als ich jetzt Zacharia gelesen habe, dass dort steht, durch das Blut deines Bundes, da klingelt es, aber es könnte jemand anders sein. Aber dann haben wir Vers 9 gelesen, im Anfang gelesen und da steht, auf einem Esel kommt einer. Versteht ihr, da haben wir ein Puzzle, zwei Puzzle, Blut und wir finden mehr und mehr Puzzle. Und was passiert dir, wenn ihr puzzelt? Wenn ihr ein Puzzle habt und sagt, das ist jetzt die Lösung, ja, ich versuche mal ein Puzzle zu malen, das ist jetzt das Bild. Vergiss das, es funktioniert nicht. Ihr braucht mehrere Puzzle, dass ein Bild beginnt zu entstehen. Ja? Ihr braucht mehrere Puzzle und dann, oh, das sind ja ein, zwei, drei, da entsteht was. Merkt ihr, und das wünscht sich Gott von uns. Dass wir schon in der Kindersabbatschule lernen, die Geschichten von der Bibel, aber dass wir dann ein bisschen erwachsener werden. Und dass wir hinter den Geschichten auch die übergeordneten Puzzles anschauen. Und das werden wir mit Zion auch tun. Sonst verstehen wir nicht viel von Zion. Welche besonderen Gedanken uns Gott mit dem Thema Zion geben möchte. Einverstanden? Jetzt noch Fragen, Bedenken, Ergänzungen. Ja, das ist heute die Einleitung, methodische Einleitung von der Bibel. Nicht meine theologische, die ich mir ausgedacht habe, sondern das habt ihr gesehen, das sind biblische Methoden. Ja? Wir haben es an einigen einfachen Themen gesehen und so auch Zion. Ja, das ist jetzt unser Ziel. Was bedeutet das Zion im Alten Testament? Was hat es uns heute zu sagen, wenn die Decke weg ist? Sonst bleiben wir irgendwo in Jerusalem hängen, im Streit, im terroristischen Bereichen. Oder wir bleiben irgendwo im Vatikan, in Sancta Sanctorum stecken oder im Tabernakel vorne. Was hat Zion? Ja? Und das ist eine spezielle Konnotation. Das ist nicht immer identisch mit dem, was wir schon wissen. Wir werden sehen, wir kriegen Zusätze zu unserer Heiligtumswahrheit und so weiter. Seid ihr einverstanden? Habe ich was Falsches gesagt? Dann hinterfragt mich wie die Beräer. Die waren edler als die in Thessalonich, weil sie täglich geprüft haben, ob das so ist, was Paulus sagt. Wenn ich irgendwas Theologisches gesagt habe, was nicht in der Bibel zu finden ist, dann sofort melden und sagen, Bruder Gudina, ist das noch richtig? Ja? Ja. Wir haben noch 2 Minuten. Wir können uns auch im Persönlichen noch mehr Zeit nehmen. Aber das muss, versteht ihr, es geht um Gottes Wort. Ja, bitte. Ja, Mikro kommt. Mikro. Ja, hier, der Stefan. Jesus sagt, ich zum Nathanael, dass er die Leiter ist, auf der die Engel auf und ab gehen. Dass er sogar die Leiter ist. Ihr werdet den Himmel geöffnet sehen und die Engel Gottes auf- und niedersteigen auf den Sohn des Menschen. Merkt ihr was jetzt? Ich wollte gar nicht so weit gehen, aber das könnte sein, dass sie sogar hier impliziert, nicht nur als Tür, sondern schon als Leiter. Ja, aber ich wollte noch nicht zu. Aber später, ja, natürlich, mit dem, was wir später lesen, kann man so sagen. Satz, den Jesus sagt, ich bin der Weg, die Wahrheit und das Leben zum Vater. Merkt ihr das? Diesen Hinweis? Sehr schön, sehr schön. Jetzt wird es präziser. Wenn wir genau lesen und die Bilder kennen,
Sie werden aufgehen, die Engel auch diese Leiter, macht er den Zugang, ja, interessant. Ja, bitte. Ich hatte immer die Vorstellung, dass Taufe etwas mit Nasswerden zu tun hat, mit Reinigen. Wenn du jetzt aber die Arche durchschaukelst, irgendwie links und rechts trocken, ich gebe den Fischen die Hand, dann ist das für mich, ja, was denn, eine symbolische Handlung und mehr nicht. Also die direkte Berührung mit dem Element Wasser als Element der Reinigung, das vermittelt mir kein Holzkasten und kein Gang durch das, wie auch immer, wie es auch immer geschehen sein mag. Für die Beteiligten war es sicherlich ein Erlebnis, aber für mich ist das so nicht nachzuvollziehen, dass das eine Taufe gewesen sein soll. Es war ein Erlebnis, es war eine Rettung, aber Taufe, genau. Ja. Es kommt vor, in der Bibel, dass es Reinigung ist. Lass deine Sünden abwaschen, Apostelgeschichte, ja, zu Paulus. Lass deine Sünden abwaschen. Dieser Begriff ist drin, aber es ist ein Begriff. Ja. Die meisten Begriffe sind, du gehst durch den Tod. Und die Symbolik ist auf Jesus. Der ist in den echten Tod reingegangen. Ja, und der wird oft als Wasser beschrieben. Zeichen Jonas. Wir werden das ein bisschen vertiefen. An einem Tag werden wir noch ein bisschen mehr Puzzle haben. Dann werden wir das mit der Taufe noch mal ein bisschen genauer sehen. Weil das so mit einem Text ist wirklich schwer. Ja? Aber faktisch lassen wir jetzt mal stehen. Die Bibel sagt, das Abbild ist die Taufe. Das ist das Abbild. Ja? Bei der Arche. Und sie wurden auf Mose getauft und sind trocken geblieben. Ja? Sie sind tatsächlich trockenen Fußes gegangen, aber durchs Wasser. Und wir gehen durchs Wasser und schaut, ihr werdet auch nicht sterben. Ihr werdet zwar nass, aber ihr werdet nicht sterben, wenn ihr euch taufen lasst. Aber ihr seid ja fast alle getauft. Sondern ihr kommt durchs Wasser. Das ist symbolisch. Aber die Taufe rettet trotzdem, sagt die Bibel. Seht ihr, die Taufe rettet. Das kann ich nicht abschwächen. Warum? Und das werdet ihr mit Zion verstehen, warum die Taufe rettet. Das werden wir mit unserem Thema dann sehr genau verstehen. Aber da müssen wir das Thema Zion auch verstehen, was es bedeutet. Heute haben wir schwer gearbeitet. Namen Gottes, jetzt Zion und ja, aber das ist Methode, ja. Aber steht, ich muss euch nachher erinnern, die nächsten Tage, denkt dran. Im Alten Testament versucht uns Gott vieles. Jesus sagt, in allen Schriften steht über mich. Es ist eine Grube. Wer gräbt wie nach Silber, Sprüche, ja, wie nach Gold nachspürt, der wird erkennen, Erkenntnis Gottes gewinnen. Ja, nicht nur einfach alles, auch für uns. Ihr seid hier und sagt, oh, wir wissen schon alles, die meisten hier getauft, lange Adventisten. Nein, auch ich nicht, auch ich suche, das Thema ist so groß, es gibt noch so viel zu entdecken. Auch unsere Lehrer, und keiner hier sagt, ich habe alles entdeckt. Natürlich, aber der Herr freut sich, wenn wir jetzt, und schaut mal, was das Endresultat, und enden wir mit diesen Gedanken in 2. Korinther 3, die aber hineinschauen in die Herrlichkeit im Alten Testament, inklusive Neues. Das ist unsere Aufgabe, hineinzuschauen, angeleitet zu werden. Sie werden verwandelt von Herrlichkeit zu Herrlichkeit, wie es vom Herrn, dem Geist passiert. Nicht wir verwandeln uns. Ich muss mich jetzt anstrengen. Ich schaue hinein und sehe die Herrlichkeit und werde so vom Heiligen Geist verwandelt. Das ist der Weg, die Wahrheit und das Leben. Gott segne uns, lass uns beten. Unser Vater im Himmel, wir loben und preisen deinen Namen. Du bist so wunderbar und wir sehen, dass es noch immer viel zu entdecken gibt, Herr. Und dass du es so konzipiert hast, dass einerseits wir durch die Geschichten viel lernen über deine Güte und Gnade zum Volk, dein Bemühen, um Menschen im konkreten Leben zu retten und ihnen zu helfen. Aber dass diese Geschichten viele auch selektiv sind, ganz besonders ausgewählt von dir, Herr, um noch eine tiefere Ebene, wo es von uns allen geht,
und wo es um Jesus Christus geht. Herr, lass uns das entdecken, auch in Bezug auf Zion. Dass wir sehen, was hast du da für Perlen, für Diamanten reingegeben, die uns noch andere Aspekte zeigen können, die wir vielleicht noch nicht so verstanden haben. Lass uns achtsam durch dein Wort gehen, Herr, und diese Prinzipien auch lernen. Und Herr, danke für dein wunderbares Wort. Danke für den Heiligen Geist, der uns öffnen möchte, diese Wahrheiten, der uns den Sinn öffnen möchte, wie du den Jüngern geöffnet hast. Und uns auch verändern möchte, Herr, dass wir durch diese Herrlichkeit deiner Liebe, deiner Güte, die wir sehen in deinem Wort, motiviert sind und verwandelt werden, Licht zu sein in dieser Welt und den Menschen zu helfen. Herr, ich danke dir für dein wunderbares Wort im Namen Jesu Christi. Amen.